Unter massiven Protesten hat in Japan die umstrittene Entsorgung des Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima ins Meer begonnen, wie der Betreiberkonzern TEPCO bekannt gab. Die Verklappung der über 1,3 Millionen Tonnen Wasser wird voraussichtlich 30 Jahre in Anspruch nehmen. Japans Ministerpräsident Kishida bezeichnet die Aktion als unerlässlichen Vorgang. Infolge eines gewaltigen Tsunamis kam es in dem AKW im März 2011 zu Kernschmelzen. Seither müssen die Reaktoren mit riesigen Mengen Wasser gekühlt werden. Kritik kommt unter anderem aus der Fischereiindustrie, die Absatzeinbußen befürchtet. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.